Der Two-String-Knoten ist ein einfacher Fadentrick, für den man das Hexenhaus beherrschen sollte. Als erstes spannt ihr ein Hexenhaus auf. Hier machen wir das mit dem Trapez. Jetzt möchtet ihr das Diablo auf diesen Faden werfen. Der Faden, den ihr treffen wollt, ist der gegenüberliegende vom Trapez, wenn ihr eines gemacht habt. Ansonsten probiert einmal aus, welche für euch die richtige Seite ist. Habt ihr das Diablo auf dem Faden, lasst ihr alles nach unten fallen. Ein Knoten entsteht in der Schnur. Achtet darauf, dass der Knoten nicht zu dicht am Diablo ist, sonst bekommt ihr es nicht mehr raus. Als nächstes geht ihr nun in den Two-String und werft das Diablo oben aus der Schlaufe auf den Faden. Der Knoten lässt sich jetzt durch Ziehen öffnen, also könnt ihr zum Beispiel hochwerfen, ziehen, fangen oder hochwerfen und peitschen, um den Trick zu beenden.